Okay, mal gucken. Nur mal. Das war die. Ah, nee. Golden Elixir. So, Goldelixier. Was gibt's hier noch so? Da geht's runter. Mal hier, da ist auch noch was. Dante's Purgatory. Dantes. Why does your mind presume to flight when you're still like the imperfect grub, the worm before it's attained its final form? Charming. Mhm. Windet, genau. Ach, immer diese Feuerdinger. So, mal hier noch. Nee, nur zu. Nur gucken, nicht anfassen. Gucken geht ohne Hände. Da war was. Okay, Erdsternchen. Da hinten, da haben wir ja den Vogel sterben lassen. Wir Bösen. Ah, er hat ihn weggeräumt. So, da sind doch noch Sachen. Dann gucken wir doch hier mal. Da ist nichts. So, was haben wir denn hier? Sehr geehrter Gido Paletti, ich schreibe Ihnen in Bezug auf die Gemälde, die ich Ihnen für Ihre Ausstellung geschickt hatte. Beachten Sie bitte, dass sie Teil meiner Privatsammlung sind und die dazugehörigen Jahreszahlen dem damaligen Kalender der Freimaurer entsprechen. Wie Sie sich vielleicht schon gedacht haben, müssen Sie von den Jahreszahlen 4000 Jahre abziehen, damit sich die Besucher nicht über die merkwürdigen Angaben wundern. Ich muss Sie natürlich daran erinnern, dass das Freimaurerjahr im März beginnt. Beim Longinus-Bild habe ich mir die Freiheit genommen, die Lanze etwas anpassen zu lassen, damit sie besser der Originallanze entspricht. Das sollten Sie bei Ihrer Version ebenfalls unbedingt veranlassen. Hochachtungsvoll, Lord William Alexander Mortimer, Markgraf von Westbridgeshire. Die Zahlen für das Jahr 1992. 8.156 Pfund Lebensmittel, 6.200 Pfund Kerzen, 2.621 Pfund Werksteine, 8.600 Pfund Marmor aus Korinth, 9.227 Pfund Holz, 2.608 Pfund Buntglas, 280.000 Pfund Gemälde von Meistern. Ach du lieber Gott. 3.641 Pfund Stoff, 25.460 Pfund Wein, 254 Pfund Wasser. Ihr seht das, ja. Wie viel Wasser und wie viel Wein? 3.598 Pfund Pulver gesamt, 360.437 Pfund. Im nächsten Jahr muss der Holzverbrauch gesenkt werden. Hm, ich hätte jetzt auf den Weinverbrauch getippt, ehrlich gesagt. So, hier ist aber sonst nichts für mich. Da stehen die beiden nochmal. Okay, das heißt für mich aber, wenn ich weiß hier jetzt nichts von dem Code, kann ich, da geht es nicht weiter, war ja auch klar. Das heißt, ich... Wo war die Treppe? Da. Dann gehen wir mal da runter. So. Mal sehen, wie frei ich mich bewegen kann. Um zu dem Godoy zu kommen. So, ich muss wahrscheinlich sein Zimmer suchen. Okay, hier ist ja noch soweit alles abgegraben von den vorangegangenen Episoden, denke ich. Deswegen werde ich... Aha, was ist denn hier los? Hey, Peru's name tag's fallen off. Mhm. And his door's ajar. Gehen wir mal gucken, was da passiert ist. Kann ja nichts Gutes bedeuten. Ach du lieber Gott, was denn hier passiert? Nice decor for a revolutionary tribunal judge's room. Mhm. Da. So, Sammlermünzen. A pattern with four circles. Schloss knacken. Das war jetzt wichtig. Und? Aha. Und was ist da drin? Los, schneller. Dear Monsieur Peru, I'm writing to thank you for the funds you sent. These funds will be crucial for the renovation of the western wing of the orphanage. The children you sent are doing marvelously well, and little Pierre will soon be walking. Some of them still sometimes suffer nightmares about their parents on the scaffold, but I expect they will cease in due course. Should you decide to send us more, please note that another 20 beds will soon be ready. The children and myself will never thank you enough. Long live the Republic. Long live France. Sister Marie-Hélène. No space left. I'll retrieve it later. Okay. Ah, das ist schon krass, ne? Der hebt da die, also der bringt da die Kinder hin von den Eltern, die er hingerichtet hat. Gruselig. The Massacre of the Innocents, but by Van Harlem. I think that Mortimer likes to play mind games with his guests. Mhm. Was haben wir hier? Meine liebe Eleonore, ich schreibe dir, um dich an meinem ruhigen Gedanken teilhaben zu lassen. Ich kann nicht in Worte fassen, wie sehr ich dich vermisse und wie sehr ich es bereue, nicht bei dir zu sein.
Doch ich weiß, dass du tugendhaft, tapfer und sicher bei deiner Schwester Marie-Hélène bist. Meine Fehler werde ich zwar nie wieder gut machen können, aber nun weiß ich, wie ich dich vor den Konsequenzen meiner Taten beschützen kann. Egal, was geschehen mag, zweifle niemals an meiner Liebe und Hingabe für dich. Du musst mir glauben, dass ab jetzt alles besser werden wird. Ich werde dich beschützen, ganz gleich, welchen Preis ich dafür zahlen muss. Bleibe du stets nur ruhig und gelassen, in ewiger Liebe, dein stets stolzer Vater. Also Papa ist er auch noch. Naja, okay, hier ist wieder nix. Was haben wir hier noch am Tisch? Da leuchtet auch nix. Hier auch nicht. Da. The Massacre of the Innocents by Rubens. A bit gloomy. Guess my room. Ja. It's not that bad. Okay, hier geht's auch noch lang. Gott, wie haust der denn hier? Ist ja furchtbar. Da ist was. Ein Buch. Täglicher Bericht der Geheimpolizei. Notes intended for the police lieutenant of Paris. It's a list of people under surveillance in Paris. And there's some well-known names on it. This is valuable information. This shouldn't be lying around. Mhm. Schwäche erkannt, Jacques Peru. Psychologie ist die Schwäche. Na gut, sehr gut. Da liegt doch noch was, aber ich bin ja voll. Ah doch. Goldelixier. Da ist jetzt nichts mehr. Da auch nicht. Ach, da stand noch was. So, noch ein Goldelixier. Ich fürchte aber, dass es das hier war. Aber wir konnten, glaube ich, rausgehen. Da muss ich nochmal gucken. Nee, nicht bei dem, sondern hier. Da war irgendwie an der Klinke, genau. Ja, da gehen wir nochmal auf den Balkon. Eieieiei. Hier musste auch noch irgendwas geben. Da ging es nicht. Ist da unten, ist auch nichts. Hallo? Oh oh. Der sieht aber aus mit seiner Nase. Bleiben und nichts sagen, ihn auf den Zustand des Zimmers ansprechen. Ja. Your door was ajar, and given the state of your room, I was worried. It's none of your business. Very well. I'll leave you then. See you tomorrow, Monsieur. Hm. Das war ja jetzt nicht sehr erfolgreich. Was haben wir denn? Das ist geschlossen. Die ist offen. Und wo bin ich jetzt? Ich weiß es nicht, aber irgendwo bin ich. My dear Napoleon, as previously agreed, I would like to ask you to join us in January. On my island to participate in the High Society meeting organized for the occasion. We shall be able to continue our discussion about our project for a new order for France. I have a proposition to make to you concerning your wish to put a strong leader at the head of France. I trust you to be discreet as to your coming. See you soon. Mm-hmm. Hier kommt ja noch einiges ans Licht von den Damen und Herren. Aber hier ist jetzt nichts hinter dem Paravent. Aber du weißt mal nicht, hier kann ja immer überall was sein. Da ist nochmal... French actor Talma is Nero in Britannicus. The last emperor of the Caesar dynasty. Hm. Aber mehr gibt's hier leider aktuell nicht. Sei denn, ich kann da durch. Nee, kann ich nicht. Dann gehen wir doch wieder hier raus. So. Dann gucken wir weiter, ob hier noch irgendwo was ist. Die ist zu. Die ist auch zu. Das heißt, wir gehen einfach zurück über das Zimmer von Peru. Der hängt immer noch darum. Und dann versuchen wir immer noch Emmanuel Godoy. Oh. Bicorn decorated with a cockade. It must belong to a French soldier. Mhm. Da ist aber noch mehr. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ist ganz viel Zeug. So, durchsuchen. Carmelite water. They say that if you drink this, it gives you a real boost. Sonst war da nix. Oh, das ist ja enttäuschend. Lieber Monsieur Bonaparte, in Bezugnahme auf Ihre Bitte, in unsere Gesellschaft aufgenommen zu werden, muss ich Sie hiermit informieren, dass Sie leider die Voraussetzungen nicht erfüllen, um ein Mitglied des Goldenen Ordens werden zu können. Ihr Interesse an unserer Forschung und Aktivitäten ist dennoch eine große Ehre für uns.
Wir haben keinen Zweifel daran, dass Ihre Begeisterung für die okkulten Wissenschaften es Ihnen eines Tages ermöglichen wird, sich uns anzuschließen. In großer Vorfreude auf diesen Tag wünsche ich Ihnen bis dahin alles erdenklich Gute, Sarah de Richet. Aha, da musste der kleine Mann wohl eine Niederlage einpacken. Da ist nichts. Hier ist auch nichts. Da geht's raus, sehr gut. Aber wir haben hier noch mehr. Hannibal crossing the Alps. Another military success. The Beaucaire dinner. It hasn't been signed yet, but there's a letter with it. So. Mein lieber Bonaparte, wie versprochen schicke ich Ihnen hiermit einige Seiten, die Sie in den kommenden Monaten veröffentlichen sollten. Wir wissen beide, dass Sie einzig aus Zeitmangel nicht in der Lage waren, diese Zeilen selbst zu verfassen. Die Ideen sind jedoch die Ihrigen. Keine Sorge, dafür schulden Sie mir nichts. Ihr Erfolg wird Lohn genug sein. So, Bonaparte is going to publish a book that he didn't write. That crafty little rascal. Ja. Aber ich werde dafür jetzt nicht noch was verplempern. The Battle of Alexander at Issus, or how Alexander the Great triumphed over King Darius. Yeah. It's a beautiful weapon. A lovely damask blade. It's marked with the initials of the manufacturer in Versailles. Napoleon Überzeugung, Immunität erkannt. Sehr gut. Jetzt müssen wir immer noch zum Godoy. Und jetzt bin ich genau auf dem Flur rausgekommen. Und muss dann mal gucken, dass ich das Zimmer vom Godoy finde. So, da, warte mal. Duchess Emily Hillsborough. Hat das hier irgendwo geklopft? Ich dachte, ich hätte was gehört. Wo ist denn da? Ah, da! Hallo? Ah, Monsieur de Richet. You wouldn't have seen Duke Manuel by any chance, would you? I was going to ask you the same question. I wanted to speak to him, but no one will open the door. I'm not sure he's in there. If I want to pass through, I'll have to get Volner out of the way. Ihn woanders suchen lassen, ihn loswerden, einfach vorbeigehen. Hat er versucht reinzugehen? Wir gehen mal vorbei. Excuse me, Mr. von Volner. I'd like to get past. Sorry, sir, but you will have to wait your turn. I too would like to speak to the Duke. Great. Now he's not gonna let me pass. Vielleicht ist er ja woanders. Könnte ich mir vorstellen. Gibt ja auch noch andere Zimmer. Das ist meins. Gucken wir da nochmal, ob sich da noch was Neues ergibt. Eigentlich ja nicht. Da liegt noch was. Inferno by Dante. Abandon hope, all ye who enter here. Aber vielleicht kann ich von hinten. Mortimer's giving to his guests. Very jolly. So, vielleicht kann ich aber von hier zum Godoy. Das ist, glaube ich, auch noch mein Nebenzimmer, oder? Oh, Gelee Royal, aber ich glaube, das ist tatsächlich noch mein Zimmer. Gehen wir da mal nochmal raus. So, mal sehen, ob ich hier zu dem Godoy komme. Los, komm. So, Schlüssel mit okkultem Luftsymbol. Geehrter Herzog, ich möchte Ihnen die Informationen mitteilen, die unser Geheimdienst gesammelt hat. Wir können bestätigen, dass Herr Hay tatsächlich an einer Vereinbarung mit England arbeitet. Das Ziel scheint darin zu bestehen, die französische Wirtschaft und heimlich auch die spanische zu schwächen, indem sie unsere Seehandelsrouten blockieren. Unsere Wirtschaft leidet bereits stark unter dem Embargo auf französische Lebensmittel und solch eine Vereinbarung würde den Untergang für unsere Kolonien bedeuten. Ganz ohne Zweifel werden Sie zügig eine diplomatische Lösung finden. Ich erwarte weitere Anweisungen. Mary Louise of Parma. How ironic having a painting of the Queen of Spain in one's room, my Lord Duke. Tja, Gemälde betrachten, etwas bemerken. Da haue ich noch eins raus. Da haue ich. Oh, da muss ich so viel bezahlen. Ich muss erstmal gucken, ob ich noch Gelee Royal habe. So, Karmelitengeist. Don Quixote. Talking without thinking is like shooting without taking aim. Yeah. Hmm.
I'll have to think about that one. Honey. Honey. The remedy of the gods. Honey, honey, honey. The kiss of Judas, painted by Caravaggio. This is how Judas pointed out Christ to the Roman soldiers. Can you imagine a worse betrayal? Das war das. Da ist hier noch was. Schwert, die Noblesse des Schwertes. Ah ja. Aber er ist nicht da. Amber. Amber. Das kannst du gut. Goldelixier. Aber wo ist denn der Godoy? Schnullibulli. Wo bist du denn? Da war er noch. Prometheus. Punished for stealing fire from the gods and giving it to man. Ja. Das habe ich gemacht. Wenn ich jetzt hier dran gehe. Volner's probably still behind the door. I best go out through the balcony just in case. Gut, dann gehen wir nochmal über den Balkon, junger Mann. Und dann gehst du aber bitte zurück. Da steht auch noch was. So. Da müssen wir mal gucken, wo der abgeblieben ist. Jetzt bin ich wieder in meinem Zimmer, soweit ich weiß. Dann, was ist da? Inferno. Ach ja, hatte ich eben schon. Alzheimer. Alzheimer. So, mal sehen. Ja. Der ist immer noch da gestanden, wa? Ich guck trotzdem mal, weil er ist ja definitiv nicht im Zimmer drin. Das kommt mir etwas seltsam vor. So, wer ist denn da? Mal gucken, wer mir da begegnet. Locked. Aufbrechen, Schloss knacken. Dann verbrauche ich aber nur zwei. Mal sehen. The president's personal reserve of laudanum, and judging by the quantity, you can't go without it. Ah, ich bin beim Präsidenten. Ah, there's also a letter. Sehr geehrter Mr. President. Ich antworte Ihnen so schnell, wie mir möglich ist. Wir haben uns schon vor Ihrer Abreise darüber unterhalten, aber offensichtlich ist keine Besserung festzustellen. Ich bitte Sie dringlichst, meinen Rat zu folgen und sofort die Einnahme von Laudanum einzustellen. Ich bin bereits auf der Suche nach einem Ersatzmittel, aber ich fürchte, Sie werden nicht warten. Mit Ihrem übermäßigen Konsum setzen Sie sowohl Ihre Gesundheit als auch Ihre Chancen, wiedergewählt zu werden, aufs Spiel. Ihre Sucht stellt eine Gefahr für die Ausübung Ihres Amtes dar, mein Freund. Ich fürchte, es gibt keine andere Lösung. Sie müssen mit der täglichen Einnahme aufhören. Hochachtungsvoll Dr. W. Thompson. So, Bernsteinstücke. Aha, da ist auch ein Brief, genau. So. Interessant. My dear George, I'd like to invite you to join me as planned at my place. I have a project to show you. It is time that the United States played a more important role on the world stage. I understand your reluctance of playing with fire. I know your new country is very young, but rest assured that I would do nothing to jeopardize what we have built together. I look forward to seeing you soon. Your friend. A map of Connecticut. Na gut. Schloss knacken? Ja, komm. Light water. They say that if you drink this, it gives you a real boost. So. Das hatten wir. Da ist nichts. Da ist zu. Da ist auch zu. Na gut, ah ja, wenn da überall alles zu ist, dann gehen wir wieder raus. Wir suchen immer noch Godoy. Dann muss ich wohl doch nochmal zum Wollen da nach vorne. Aber der Godoy war da gerade da. Kann ich vielleicht nochmal runtergehen? Mal gucken.